Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 7. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 760 und heute habe ich einiges an Themen mit dabei. Unter anderem Galaxy S20, Acer, Lenovo, EID, Netatmo, IKEA und Homebridge. Samsung hat bestätigt, am 11. Februar diesen Jahres werden wir ein Unpacked-Event erleben dürfen, wo sie unter anderem ein neues Smartphone zeigen werden, nachdem sie kurz vor der CES noch ein paar Lite-Produkte rausgehauen haben, wie das S10 Lite, das Note 10 Lite, das A51 und das A71, werden wir wahrscheinlich das S20 oder S11, wie es dann auch immer heißen mag, sehen und man munkelt auch noch über ein neues Fold-Gerät, das sie zeigen könnten. Auf Twitter haben sie noch angekündigt, dass man ein Galaxy sehen wird, was auch immer das Galaxy sein wird. Wir dürfen gespannt sein. Dann hat Acer eine Reihe von neuen Produkten vorgestellt. Neu ist ein bisschen übertrieben, überarbeitete Produkte aus der Concept D-Serie, welche sie im letzten Frühjahr vorgestellt haben und auf der IFA unter anderem uns auch gezeigt haben, dem Achim und mir, haben sie jetzt die Workstation überarbeitet. Die kommt im Frühling diesen Jahres mit neuer Innereien, daher mit richtig Power. Also ob sie vorher nicht schon richtig Power gehabt hätte, aber jetzt halt mit noch mehr Power. Auch die mobilen Geräte, das Concept D7SL und das Concept D7SL Pro wurden überarbeitet. Beide haben auch da richtig satt Power, 15,6 Zoll Display und alles mögliche drinne, Thunderbolt 3 Anschlüsse, HDMI 2.0. Trotz der großen Leistung sollen sie nicht mehr als 40 Dezibel Geräusche machen, was natürlich eine Ansage ist. Auf die Geräte bin ich extrem gespannt. Auch gespannt bin ich auf das neue Travel Mate. Auch das erst im letzten, was war das? CES 2019? Nee, im Frühling letzten Jahres vorgestellt, jetzt schon mit einem Update bedenkt, mag bis zu 23 Stunden aushalten, hat Militärstandards mit drin, von wegen, dass es runterfallen kann und mit bis zu 60 Kilogramm Gewicht belastet werden kann, hat Intel Core 7, i7-Prozessoren der 10. Generation drin, schnelle SSDs und vor allem große SSDs bis und mit 24 GB RAM, also alles, was man unterwegs haben möchte und auch in puncto Sicherheit ist einiges mit drin. Gefällt mir sehr gut, was sie da gezeigt haben, genauso wie die neuen Lenovo-Produkte, zum einen einen neuen Gaming-Laptop und eine neue eGPU. Beim Gaming-Laptop hat man auch nicht gegeizt. Bei 1,7 Kilogramm Gewicht bekommt man ein 15,6 Zoll Display-großes Gerät mit UHD-Ausführung, also Full HD in einer UHD-Ausführung. Das Ganze ist bestückt mit schönen Prozessoren, mit viel RAM und auch Thunderbolt 3 Anschlüsse sind nicht versucht man nicht vergeben, sind natürlich gegeben, meine ich. Und man hat eine neue eGPU vorgestellt auf Thunderbolt 3 Schnittstelle. Mein Gott, heute geht das Wort ein bisschen schlechter. Ja, die gibt's leer für 349 Euro ab dem zweiten Quartal in diesem Jahr und kann bestückt werden mit unter anderem Nvidia GeForce RTX Grafikkarten und AMD Radeon RX 5700 XT Karten und damit dann halt eben richtige Desktop-Power hinzubekommen. Gleichzeitig hat Lenovo was vorgestellt, was ich schon lange mir gewünscht hätte, denn, und da bin ich nicht alleine, denn die Tastaturen von ihren ThinkPad-Laptops sind ja weltberühmt und haben neben den Apple-Tastaturen wahrscheinlich die meisten Reviews und die meisten guten Bewertungen bekommen weltweit bei den ganzen Computer- oder eben Laptop-Tastaturen. Und genau diese bringen sie jetzt auf den Desktop. Wer möchte, kann ab zweiter Hälfte diesen Jahres eine solche sich kaufen in einer Desktop-Edition mit dem roten Knubbel und dem Track
Trackpad unten dran. Finde ich ganz cool, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gibt's ab circa 120 Euro. Schweizer Preis steht leider noch nicht fest, kann aber bis über Schnelllade, mit USB-C innerhalb von 15 Minuten für eine ganze Woche Ladung sorgen. Das gefällt und freut mich. Ja, und zu guter Letzt hat man auch noch zusammen mit Qualcomm den sogenannten ersten kommerziellen Computer mit integriertem 5G-Modem vorgestellt. Das Lenovo Yoga. Wir haben den auch schon mal vor einigen Jahren getestet. Das ist noch das flache, dünne Modell mit diesem Gitter, zum Umklappen. Und die haben eben, wie gesagt, eine 5G-Modem drin und das Ganze in Form von einer eSIM. Somit kann man sich weltweit die eSIM reinknallen, die man gerade braucht und muss nicht mit überteuerten Roaming arbeiten. Gefällt mir alles sehr, sehr gut und da bin ich auf die Modelle gespannt, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze vom Akku her natürlich hält. Lenovo sagt hier bis zu 24 Stunden Laufzeit. Das ist natürlich eine Ansage mit 5G integriert. Im letzten Oktober gab es in der Schweiz ein neues Gesetz verabschiedet vom Bundesrat, das eigentlich hätte die eIDs, also die elektronischen IDs, nicht nur vom Bund herausgegeben werden können, sondern auch von privaten Firmen wie der Post oder einer Bank oder einer Versicherung etc. Und da lief ja ein Teil vom Volk zumindest Sturm und somit haben sie jetzt auch genügend Unterschriften im Referendum zusammenbekommen. 55.000 Unterschriften waren es an der Zahl. Es genügt. Und das heißt, ab diesem Jahr wird das Ganze dann vors Volk kommen. Ob es noch im Mai reicht, wissen wir nicht. Eventuell wird es September 2020. Aber das Schweizer Volk darf darüber abstimmen, ob wir das möchten oder eben nicht. Dann gab es neue Technikvorstellungen im Bereich Smart Home an der CES. Netatmo hat ein Türschloss vorgestellt. Genau, ein neues Türschloss. Bin sehr gespannt auf das Teil. Das hat vor allem etwas, was andere nicht haben. Es hat Schlüssel. Die funktionieren über NFC. Man kann es auch über Smartphone öffnen. Alternativ, wer es nicht mag, auch mit einem Schlüssel bedienen. Und das Teil schaut wirklich sehr, sehr spannend aus. Muss ich mir unbedingt genauer anschauen. Genauso wie die neuen IKEA Shortcut Schalter, die kleine Funktionen hinterlegen können im Bereich Smart Home und diese dann abfeuern können. Die sind jetzt endlich zumindest in den Niederlanden in Shops erhältlich. Ich hoffe doch, dass das ganz schnell auch zu uns in Richtung Deutschland, Österreich und Schweiz kommen mag. Und zu guter Letzt, wenn wir schon im Bereich Smart Home sind, Homebridge, das ist die Möglichkeit, um Smart Home Geschichte ein bisschen besser zu befeuern. Die gibt's neu auch in einer einfachen Ausführung für die Synology. Wer also eine Synology daheim hat und Apples HomeKit nutzen möchte, mit Homebridge, der Software, bekommt ihr jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, das Ganze auf eurem NAS laufen zu lassen. Somit braucht ihr keine Raspberry Pi Lösungen mehr und oder euer iPad zu Hause stehen haben oder ein Apple TV. Finde ich toll, wer es umsetzen mag, schaut es euch mal an. Link ist wie immer zu all den ganzen Themen in den Shownotes zum genauer Nachlesen. Logischerweise alles andere kommt morgen, wenn ihr mögt, in der nächsten Geek Talk Daily Folge. Euch einen erfolgreichen Tag und bis bald. Euer Bokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.